Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Vogtland Video. Heute geht mein letzter Tag in den USA zu Ende. Hinter euch senkt sich gerade die Sonne ins Meer. Und ich dachte, ich mache ein kurzes Video zu meinem Leihwagen. Ihr seht es bereits, ein Ford Mustang. Hat einen Ticken nur mehr gekostet als ein normales Auto. Also bedeutet jetzt, ich habe hier nicht, bin ich in der Sportscar-Kategorie, sondern einfach in der Kategorie Cabrio, also Convertible. Das Problem bei den ganzen Online-Leihdingern, über die auch ich die Kiste ausgeliehen habe, da will natürlich jeder so ein Ford Mustang. Und die machen auch überall die Bildchen zum Ford Mustang. Aber es steht im Kleingedruckten Ford Mustang oder ähnlich. Da könnte man auch irgendeine andere Kiste bekommen. Ich hatte jetzt totales Glück. Ich hatte bei dem Autovermieter den letzten Mustang abgestaubt und bin damit jetzt die ganze Zeit rumgefahren. Und der Sinn dieses Videos ist einfach nur ganz kurz zu erzählen, ein paar Dinge zum Auto, die mir, wo ich vorher Probleme mit hatte, wo ich halt nicht wusste, geht das nicht. Unter anderem, wie viel Gepäck passt in den Kofferraum? Ist das besser für zwei Personen oder auch für vier geeignet? Klappt das mit dem Cabrio auf und zu? Da sind so zwei, drei Besonderheiten, die ich jetzt kurz mal durchgehe. Nummer eins, nettes Auto. Es ist natürlich so mit die Ami-Kiste schlechthin, wenn man dann in die Cabrio-Kategorie reingeht. Zum Fahren würde ich sagen, für eine Person, für zwei Personen absolut okay. Für zwei Personen mit kleineren Kindern auf der Rückbank auch noch okay. Was ich nicht empfehlen würde, wären drei oder gar vier Erwachsene. Ein Dritter kann sich vielleicht hinten noch so immer mal ein bisschen umsetzen, ein bisschen längs machen, auch wenn er nicht ein bisschen zu allzu groß ist. Für vier große Erwachsene ist da hinten einfach zu wenig Platz, auch hinter den Sitzen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Das ist einfach kein schönes Reisegefühl. Gerade wenn man mit so einer Kiste durch Amerika reist, wo man halt nicht mal ein, zwei Stunden im Auto sitzt, sondern durchaus mal einen ganzen Tag, etliche Stunden am Stück. Auch wenn man durchwechselt, ganz ehrlich, für vier Leute vielleicht dann doch was Größeres. Weil gerade hinten ist dann wenig Platz. Eine zweite Besonderheit, dafür gehen wir jetzt mal ganz kurz an den Kofferraum. Da war aber für mich die Frage, wie viel kriege ich denn jetzt wirklich rein? Lustig bei der Fernbedienung, zweimal auf den Kofferraum öffnen und die Rückblenden, da wird man jedes Mal blind drin. Also die ersten Tage habe ich da permanent reingeguckt. Der Kofferraum ist so Cabrio-typisch nicht besonders groß. Das Schöne ist, der Kofferraum bleibt von der Größe immer gleich, egal ob ich das Verdeck auf habe oder zu. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Beim Kofferraum wird es jetzt ein bisschen kompliziert. Wie zeige ich das am besten? Das war nämlich für mich die Frage, wie viel kriege ich da am besten, oder was heißt am besten, wie viel kriege ich da überhaupt rein? Ich räume mal ganz kurz um. Um euch das zu zeigen, klar, so kleine Tüten gehen immer oder so kleine Sportstaschen, solange da, naja, solange man die falten kann, solange da, wenn da Klamotten drin sind, so wie in dieser Tüte hier, ist das alles, naja, händelbar. Händelbar. Ihr seht, ich bin schon zu lange in den Staaten gerade. Jetzt kommen wir aber zu den großen Fragen. Wie sieht das mit großen Hartschalenkoffern aus, die ich gerade echt bevorzuge, gerade wenn man sich jede Menge Futter aus den Staaten mitbringt oder Getränke oder sowas. So, dann habt ihr hier einen großen Hartschalenkoffer, der passt rein. Zwei große Hartschalenkoffer könnt ihr knicken. Vielleicht so zwei kleinere, die man dann in der Länge noch hinkriegt. Was ich jetzt aber noch reingekriegt habe, ist eine Sportstasche. Und wenn man da mal ganz kurz runter guckt, die Tasche darf man dann aber auch nicht zu voll machen. Die muss dann immer noch faltbar sein, damit die unten da hinten runter noch reingeht. So, ich hole das Ding mal eben raus, damit ihr seht, was ich meine. Wenn ihr das Ding noch so ein bisschen knicken könnt, dann kriegt ihr die hinten durchgeschoben und dann passt das auch noch rein. So, und wenn ihr euch das jetzt hier mal kurz anguckt, das ist das Maximum, was eigentlich reingeht. Da rechts sind zwar noch ein paar Wasserflaschen, habt ihr noch so ein bisschen Puffer. Aber wie gesagt, ein Hartschalenkoffer, eine Tasche, die nicht prallvoll ist, passen rein. Zwei große Hartschalenkoffer auf gar keinen Fall. So, das war der Kofferraum. Zum Auto selber brauche ich jetzt natürlich nicht viel zu erzählen. Natürlich haben wir eine Automatik. Natürlich braucht die etwas beim Beschleunigen. Natürlich hat die Kiste Hubraum ohne Ende. Und natürlich macht die hier und da doch einen Brummlärm. Und wer damit dann rumspielen will oder sonst auch immer. Es ist halt ein normales Ami-Auto. Achso, beim Radio vielleicht da noch kurz was zu sagen. Natürlich haben die Standarddinger Bluetooth. Ihr habt einen AUX-In hier, beziehungsweise auch einen USB-Anschluss, mit dem ihr problemlos eure Smartphones aufladen könnt. Ich empfehle ja sowieso eine US-Prepaid-Karte, mit der man dann auch mit Google und Apple problemlos navigieren braucht. Irgendwie so einen Aufpreis für Navi zahlen würde ich gar nicht machen. Von der Bedienung alles gar kein Problem, da findet man sich rein. Jedoch gibt es eine Sache, das haben auch andere Ford Mustang-Fahrer bestätigt, da haben die Cabrios ein Problem mit, gerade die Leihwagen hier, und das ist,
wenn man das Dach zumacht, was übrigens auch bei langsamen Geschwindigkeiten geht, was auch mal an der Ampelphase problemlos möglich ist. Und zwar, Dach ist dann zu, dann einmal drehen und hoch zum Verriegeln, bis dahin alles kein Problem. Was jetzt natürlich noch offen ist, sind die Fenster und die fahren auch jedes Mal vorm Dach hochmachen runter. So, und zwar, ihr macht dann eure Fensterchen zu und jetzt hoffe ich mal, dass man das sehen kann, beziehungsweise ich steige einfach aus. Hintere Fenster, vordere Fenster, beide separat voneinander. So, und jetzt gibt es halt das Problem, hier die Kiste, hier bleibt ein Spalt. Und ich habe alles erstmal versucht, ne, gedacht, hier ist irgendwas zwischen, aber es passiert auf beiden Seiten auch. Der Trick, den man dann jedes Mal machen muss, wie man dann das Auto wieder zubekommt oder dicht bekommt, könnte einfacher nicht sein. Man packt das Fenster und zieht es einfach nach vorne und dann ist das Ding auch wieder zu. So, das war noch der Trick, den ich unbedingt euch noch auf den Weg geben wollte, wenn ihr dann an Ford Mustang kommt. Damit habe ich jetzt, glaube ich, alle Sachen durch. War ein Erlebnis, mit so einer Kiste mal durch Amerika zu fahren. Durch Amerika fahren war sowieso ein Erlebnis. Das sind jetzt alle Punkte, die mir einfallen. Ach so, bei der Tanke vielleicht, das ist auch noch so ein bisschen Amerika-spezifisch. Nicht, dass es auf der linken Seite ist, sondern ihr bekommt mit Kreditkarten hier aus Deutschland ein bisschen Probleme. Barzahlen ist inzwischen sowieso günstiger an den Tankstellen hier in den USA. Da wechselt das so langsam. Also solange ihr barzahlen wollt, keine Probleme. Wenn ihr aber mit unseren europäischen und deutschen Kreditkarten daherkommt, da ist es egal, ob eine Kreditkarte oder eine Debitkarte. Die funktionieren an den Zapfsäulen in der Regel überhaupt nicht, denn die wollen dann eine Postleitzahl, einen ZIP-Code wissen. Das ist nicht euer PIN-Code und deutsche PIN-Codes klappen nicht. Und wenn der jetzt irgendeiner 90210 eingeben will als nein. Ihr geht dann rein zum Tanktypen und sagt dem dann hier, mach mal eben voll für 40, für 50 Dollar, je nachdem. Und geht tanken und wenn ihr dann, da ist jede Tanke dann wieder unterschiedlich. Bei einigen, wenn ihr weniger getankt habt, ihr könnt dann halt nicht mehr tanken als diese 40, 45 Dollar. Dann wird auch nur das abgebucht. Das ist aber, wie gesagt, von Tanke zu Tanke unterschiedlich. Bei anderen Tanken wird der komplette Betrag abgebucht. Und wenn ihr dann nicht vorher nochmal oder nachher nach dem Tanken nochmal reingeht und euch sozusagen Wechselgeld geben lasst, also den Differenzbetrag, dann ist die Kohle halt weg. Ach ja, letzte Sache noch, wo wir gerade beim Tanken sind. Spritverbrauch muss man sich ja bei den Amis nicht so viele Gedanken machen, weil er deutlich günstiger ist. Ich komme jetzt mit der Kiste irgendwie auf 8,8 Liter. Der hat jetzt etliche über 1000, wahrscheinlich fast über 2000 Kilometer runter. 8,8 rechnet einfach 9 Liter. Und da ist jetzt der Rest meiner Audiotonspur weg. Ich weiß auch nicht wieso. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War mal was anderes. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.